بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. لزمة تنبوخ العربية بين يديك، الوحدة الرابعة، الحياة اليومية، الدرس الواحد والثلاثون. هو الثلاثون لدينا هنا قيام هي تدريب واحد. صل بين كل صورتين بينهما علاقة. صل فبندا بين كل صورتين سيشن 2 jeden zwei Bildern بينهما zwischen ihnen علاقة eine Verbindung oder eine Beziehung. شيخ شهريار يغسل. يغسلوا نعم، مع أي كلمة أو مع أي صورة؟ Okay. Also, wenn ich richtig verstanden habe, muss man die oberen Bilder mit den unteren verbinden. Und also نعم. jetzt sehe ich zum Beispiel bei Yarsilu einen Mann, der Teller wäscht. Und das نعم. würde ich verbinden mit Yaku, also jemand, der bügelt. Also beides hat was mit Ordnen zu tun, oder? Genau, richtig, صحيح. لكن يكوي. Okay. Lakin يكوي. heißt aber, oder? Genau, لكن heißt aber. Also يغسل waschen مع mit يكوي bügeln. يغسل مع يكوي. Genau, ممتاز. طيب كتاب. كتاب مع صحيفة. نعم، صحيفة. صحيفة با. Zeitung. ممتاز. Aber es hat ja الحافلة. noch eine andere Bedeutung, oder? Seite könnte man auch sagen. Seite, okay, Sahifa. Man sagt zum Beispiel في صحف موسى، في صحف إبراهيم وموسى، glaube ich. In Surat al-A'la. In den Seiten von Ibrahim عليه السلام und Musa عليه السلام. Weil einige Okay. Propheten haben Bücher bekommen und andere haben Seiten bekommen. Und also Sahifa ist eine Seite und Suhuf wäre Plural, also mehrere Seiten. Genau, richtig. Ist doch für Ibrahim und Musa. Oh, Genau. interessant. طيب. Und Hafila. ist gemeint, dass die Tora, also das, was Musa bekommen hatte, also die Tora, sind das nur wenige Seiten oder? So tief bin ich jetzt nicht reingegangen. Aber es könnte auch Okay. sein, dass Musa al-Islam zwei Sachen bekommen hat. Die Tora und auch noch Seiten. Das brauchen wir alle Wallahu meinen. alam. Also, da ich mehr so Scharia gegangen bin, gehe ich nicht in solche tiefe Sachen rein. Weil wenn man in Aqida reingeht, dann gibt es auch Sachen, die nicht vor, also die nicht entstanden sind. Und man fragt sich dort auch noch Fragen. Also, ich habe mal in einem Unterricht da mitgemacht und da waren Fragen, die man sich wirklich nicht fragt. Im positiven oder Okay. im negativen Sinne? Oder also manchmal ist es so, wenn man den Fokus verliert, dass es gefährlich sein kann, wenn man sich mit Sachen beschäftigt, die keine Relevanz haben. Ich sag's dir später nach dem Unterricht, inshallah. Inshallah, inshallah. Okay. Dann Al-Miraj. Hafila. Hafila. Nein. Hafila sieht aus wie Bus. Hafila ممتاز. ma'a Sayyara. ممتاز. Hafila مع سيارة. الصباح. الصباح مع الفجر. الفجر. ممتاز. نعم. Morgen mit dem Morgengrauen. Oder mit der Morgendämmerung. ينامو. ينام مع يستيقظ. نعم. يستيقظ. ينامو. Genau. ينامو. Schlafen. Er schläft. يستيقظ. Er steht auf. طيب. Die Vergangenheit von الماضي من ينامو. الماضي. الماضي من ينامو. Die Vergangenheit. ach so Was ist die Vergangenheit? also ich muss kurz überlegen ich muss kurz überlegen um,
Kurz. Zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, damit du das rausfangen kannst. Yusalli, yusalli und salla. Hat dir das geholfen? Yusalli und ich überlege gerade, Salla. wie ich die Beleitung, also wie ich die Plan, also Yusalli, Yusalli und Salah. Vielleicht Name oder so, keine Ahnung. Nee, Also also das Jahr Yusalli fällt heißt weg beten. und dann Genau, der Jahr fällt weg. Das bedeutet, von Yusalli. Yename wird Name. Name. Genau. Und du merkst, Ja, dass der stimmt. Nun bei Yename hat ein Fetha. Und deswegen ist es ein ganz normaler. Aber jetzt hier bei Yastairi so zum Beispiel, da haben wir den Sin, der hat einen Sukun. Das bedeutet, Sekunden. wenn du den Ja. Jahr wegmachst, dann kannst du es nicht mehr lesen. Braucht Deswegen man weißt du Alif, dann oder? nicht. Genau, super. Deswegen braucht man hier ein Elif und dann wird das zu Istayqadha. Stay brother. Und die Befehlsform ist zum Beispiel Istayqiz, wach auf. Ist Istayqiz. der? Ist der? Dann gehen wir runter. At-Tadrib al-Thani, sil bayna al-Kalima wa al-Surati al-Munasiba. طيب. Malabis. مع أي صورة؟ Was heißt eine Sura? Sura heißt هذه صورة 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 هذه كلمة ach so, كلمة Sura heißt Bild. ممتاز نعم صورة بيت Aber das hat nichts mit also unserer Sura aus dem Koran zu tun, oder? nee صورة im Koran mit سين نicht mit صاد Okay, das ist Sura mit so. Okay. Kann man schwer unterscheiden von der Aussprache. Okay. Malabis ma Sura ist nein. La. Okay, dann ein zweiter Versuch. Papa. Malabis ma Rappam Hamsa. ممتاز ملابس مع رقم 5 كلايدر طيب كلمة تلفاز مع أي صورة Das ist einfach Tilfas مع الرقم ثلاثة. ممتاز تلفاز مع رقم 3 طيب كتاب مع أي صورة كتاب نعم مع مع سورة أربعة. ممتاز كتاب مع صورة 4 مدرسة مع أي صورة مدرسة مع الرقم واحد. ممتاز إطباق Sag mal nochmal, wie spricht man das aus? إطباق أطباق. نعم أطباق مع الرقم اثنين. ممتاز مع الرقم 2 طيب ننتقل إلى الصفحة التالية مفردات إضافية سورة 7 أوبس العرض انظر واستمع وأعد الأول der erste الثاني der zweite الثالث der dritte الرابع der vierte الخامس der fünfte شيخ شهريار اقرأ لو سمحت please الأول نعم der Erste, الثاني der نعم Zweite, الثالث der Dritte, نعم الرابع der Vierte, الخامس der Fünfte. ممتاز طيب التدريب رقم واحد
رتب الأعداد. Rattab al-a'dad, also lege sie in Reihenfolge. Wir werden sie aber nun lesen. Al-Rabi'. Ma ma'na Al-Rabi'? Al-Rabi', der Vierte. ممتاز. Oder man kann sagen, Al-Rabi' ma'na der Vierte, oder? Ma'nahu. Ma'nahu. Al-Rabi' ma'nahu der Vierte. Nam. Al-Awwal. Al-Awwal ma'nahu der Erste. طيب الثالث. الثالث معناه الثالثة. ممتاز. الخامس. الخامس معناه الخامسة. ممتاز. الثاني. الثاني معناه معناه الثالثة. ممتاز. Jetzt sage ich von mir. Ich finde, dass also der zweite und der dritte, die sind ein bisschen ähnlich. Das ist für mich eine Verwechslungsgefahr. Also Athani und Athalis. Du musst dir das so merken. Wahid und Athnain, die sind mehr so Ausnahme. Deswegen Thani und Awal. Bei Thalatha wird dann Thalis. Also du merkst, nach jedem ersten Buchstaben kommt immer ein Elif. ثلاثة ثالث أربعة رابع خمسة خامس ستة سادس سبعة سابع ثمانية ثامن und so weiter. Okay. Der dritte auf Arabisch. Der dritte, also das Salis. نعم. Der zweite. الثاني. ممتاز. Der fünfte. الخامس. Der erste. الأول. Der vierte. الرابع. ممتاز. التدريب الثاني. صل بين العدد وترتيبه. Okay. Verbinde die Zahl mit seiner Reihe oder mit seiner Reihenfolge. Al-Rabi' ma'a ayyi raqam, ma'a ayyi 'adad, mit welcher Zahl? Al-Rabi' ma'a Al-Rabi' ma'a Al-Raqam 4. ممتاز. Al-Rabi' ma'a Al-Raqam 4. Al-Awwal. الأول ما الرقم واحد. ممتاز. مع الرقم واحد. الثالث. الثالث مع الرقم ثلاثة. ممتاز. الخامس. الخامس مع الرقم خمسة. ممتاز. الثاني. الثاني مع رقم اثنين. ممتاز. طيب ننتقل إلى التدريب الثالث. التدريب الثالث. اقرأ الأعداد ترتيبيا. Hast du das verstanden? هل فهمت؟ Also man muss die Bilder mit den Wörtern verbinden. لا ليس صحيحا. Was heißt اقرأ؟ Lesen. Lies. Al-A'dad. Al-A'dad. A'dad. Ich weiß nicht. A'dad min A'dad. Wahid, A'dad. Ithnain, A'dadain. Au A'dadan. Thalatha, Zahlen? A'dad. Genau, die Zahlen. Also A'dad ist Singular. A'dadan, Dual. Und A'dad mehr als drei. Deswegen اقرأ الأعداد ترتيبياً. Was heißt ترتيبياً? Ich weiß nicht. Wir hatten hier oben ترتيب. Also das ist so, also
die Zahlwörter, also der erste, Die der zweite, Reihenfolge. der dritte. Genau, richtig, genau. Also اقرأ الأعداد ترتيبيا, also nach der Reihe. Okay, also man fängt mit der 1 an, Wahid, oder wollen wir da anfangen, bei 3? Ja, genau. Wir fangen lieber von der 3 an, also damit es ein Okay. bisschen durcheinander und schwerer wird. Okay. Also 3 ist Asadis. Also 5, der dritte, damit man der nicht falsch dritte. versteht. Der dritte, richtig. Und hier wäre der fünfte, wäre Al-Khamis. الخامس, نعم, ممتاز. Der رقم fünfte, also واحد, der نعم, erste, Al-Awwal. ممتاز. Al-Rabi', der vierte. الرابع, der vierte, نعم. Al-Rabi', der vierte. Al-Thani, der zweite. Genau, ممتاز. Jetzt, hier ist was Lustiges, was ich auch selbst nicht verstanden habe. التدريب الرابع سل بين العدد والصورة المناسبة. Verbinde zwischen der Zahl und dem passenden Bild. Wenn mir da irgendwie jemand im Kommentar oder ja, im Kommentar auf YouTube dann schreibt oder auf Instagram oder so, wäre sehr nett. Dass hier zum Beispiel Rakam Wahid steht. Aber es ist komisch, ne? Das ist nicht mal der erste. Ach so, jetzt habe ich das, glaube ich, verstanden. Das sind die Das Bilder, Bild, die also nummeriert sind. man muss auf das Bild schauen. Richtig, nicht auf die Subhanallah. Zahl. Genau, weil die Zahlen, ich habe auf die Zahlen die ganze Zeit geguckt und dachte immer so, hä, das ist da eins und Awwal und zwei und Thani und so weiter. Okay, طيب, هذه Sura Wahid. معنى الرابع. الرابع, ممتاز, نعم. الصورة الثانية, الصورة الثانية مع الأول. ممتاز. الصورة الثالثة, الصورة الثالثة مع الثالث. الخامس. الخامس, نعم. نشوف في تايك كوكن. يا ريتك. الصورة 4 مع الثاني. نعم, الصورة الرابعة أو الصورة رقم 2 مع الثاني. طيب, الصورة الخامسة, الصورة الخامسة مع الثالث. الثالث, نعم. Weil ich das also als Buch habe ich das schwarz-weiß, deswegen habe ich das gar nicht gemerkt. Jetzt, wenn man hier so das farbig sieht, dann hat man das erkannt. Dann hast du irgendwelche Fragen? Also das Prinzip ist, wenn man andere Zahlen hat, zum Beispiel Zitter, dann versucht man die Mitte ein bisschen mit einem Alif zu dehnen. Dann wäre das Asita oder der sechste. Nee, ich versuche das mal auf WhatsApp zu schreiben, während ich das hier sage. Gerne. Und zwar siebter, ich schreibe mal sechster, sadis. Als Aufgabe schreibt ihr das auf Arabisch. Die Leute, die auf YouTube schauen, können das in den Kommentaren schreiben. Nummer 7. Sabia. Für den einen werde ich eine 3 schreiben. Sabia. Und dann achte. Thamin. Und dann neunte. Tasi'. Und zehnte. Ashir. Okay. Siebter wird Sadis. Sada wird Sadis, Sadis. Mithal. Sadis. Genau. Und siebter von Saba wird Sabir. Genau. Zamania wird Zamin. Amin. Tasir.
Also die A's sind immer lange A's, oder? Genau, ja. Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt mit diesen Strichen darüber und so weiter. Muss ich noch ein bisschen lernen. Okay, also ungefähr so wäre es. Das Genau, richtig, ja. Samen, Taser und Asher. Okay, der Zehnte. Okay. Da sagt auch einer. Ja, komm. Dann bleiben wir hier, inshallah, stehen. Rabbana afina wa'afu anna wa'ahfazna fi asrarin.